So, meine Freunde, an manchen Tagen ist echt der Wurm drin. Wir sind hier nach Usedom gefahren und mit dem Tage der Ankunft bin ich leider krank geworden. Und meine Motivation, aber auch meine Leistungsfähigkeit, die ist deutlich eingeschränkt. Ich versuche aber trotzdem ein gutes Video für euch abzuliefern. Wir befinden uns jetzt direkt vor dem Museum Peenemünde, Technische Museum. Das ist das ehemalige Kohlekraftwerk. Hier wurde damals die sehr viel benötigte Energie für das ganze Areal produziert. Und das ist komplett noch erhalten. Und jeder, der sich schon mal mit der Geschichte auseinandergesetzt hat, weiß, Peenemünde war Fertigungs- und Erprobungsstelle für die V1 und für die V2, sprich für die Vergeltungswaffen. Das war die größte Hoffnung, die man noch auf den Endsieg gegeben hat. Und wir gehen jetzt direkt auf das Eingangsbauwerk zu. Das ist ein ehemaliger Bunker, eine sogenannte Bunkerwarte. Und heute ist es der Eingang, wo wir dann die Tickets kaufen. Und wenn wir das getan haben, melde ich mich von drinnen noch mal wieder. So, vielleicht haben wir Glück. Wir haben hier gerade einen Einheimischen kennengelernt. Und dieser Einheimische hat einen Vater, der in Wladiwostok gedient hat. Und der hat von 70 Gulags erzählt, also sowas wie KZs ganz grob. Und vielleicht haben wir gleich noch die Möglichkeit, ihn ein bisschen zu interviewen, dass er uns Geschichten aus erster Hand erzählt. Ich bin gespannt. So, wir befinden uns jetzt direkt auf dem Museumsgelände. So, das war die Bunkerwarte mit dem Museumshop. Zwei sind groß. Das ist übrigens die Übersicht hier. Da vorne ist der Kran. Hier sind wir reingegangen. Hier sind die ganzen Exponate. Kino und Snackautomat. Also man kann hier auch ein bisschen was essen. Eine Ausstellung gibt es hier nochmal. Das Kraftwerk werden wir uns auf jeden Fall angucken. Und wir gehen auch hoch auf die Aussichtsplattform. Ich würde vorschlagen, wir gucken uns erstmal die Großexponate an. Und ich zeige euch hier nochmal die Bunkerwarte von hinten. So, und dieses Gebäude war gleichzeitig Schaltwarte, Steuerzentrale und Luftschutzbunker für das Personal des Kraftwerks. Mit Inbetriebnahme des Kraftwerkes 1942 wurde über die Schaltwarte die Stromverteilung zu den Anlagen der Heeresversuchsanstalt und die Erprobungsstelle der Luftwaffe ausgeführt. Nach Bombardierung des Kraftwerkes am 4. August 1944 konnte das aufgrund von Beschädigung der Steuerzentrale nicht mehr genutzt werden. Die Bunkerwarte war bis 1953 als Schaltwarte im Betrieb. Und vielleicht ein paar Worte dazu. Ich war hier bestimmt vor ungefähr 20 Jahren das erste Mal. Vielleicht 16 Jahre, ich weiß nicht mehr ganz genau. Ich habe nicht nachgerechnet. Und da standen hier noch ganz viele verschiedene Flugzeuge und andere Exponate rum. Und das Museum hat sich irgendwann mal dazu entschlossen, diese ganzen Sachen wegzupacken und sich ausschließlich auf das Thema V1 und V2 zu konzentrieren. Was ich am Anfang echt schade fand, weil die ganzen Flugzeuge, die hier standen, die waren halt hochgradig interessant und spannend. Minen lagen hier rum, Bojen, es war alles voll. Also das gesamte Gelände hier war voll. Und auf einmal war alles weg und die Ausstellung hat sich nochmal deutlich angepasst. Das fand ich schade. Heute, mit einem anderen Blick darauf, finde ich es richtig gut, dass das Museum sich dazu entschieden hat. Weil tatsächlich soll das hier kein Exponatenmuseum oder Ausstellung sein, sondern es geht hier tatsächlich um das Thema V1 und V2. Und das haben sie gut gemacht. Und wir kommen an. So, da ist sie, die große V2, Vergeltungswaffe 2. Kesselwagen. Hier wurde der Kraftschrott innerhalb des Deutschen Reiches durch die besetzten Gebiete an die Fronten transportiert. Auch Alkohol als Raketentreibstoff wurde in diesen Kesselwagen transportiert. Und das sind sogar noch die Originalschienen, die hier wir sehen. Und hier ist sie. Die Flüssigkeitsrakete Aggregat 4 oder auch V2, Vergeltungswaffe 2 genannt, die in Peenemünde unter Mitwirkung vieler Techniker, Ingenieure und Wissenschaftler entwickelte und erprobte Flüssigkeitsrakete, wurde ab 1943 in unterirdischen Produktionsanlagen des Mittelwerkes im Harz bei Nordhausen in großen Stückzahlen hergestellt. Als Vergeltungswaffe 2 wurden die Raketen zunächst auf britische Städte, dann auch auf
andere europäische Ortschaften verschossen. Der erhoffte moralische und militärische Erfolg blieb trotz umfangreichen Verlusten bei der betroffenen Zivilbevölkerung unter den Erwartungen des deutschen Militärs. Bei der Serienfabrikation und beim Einsatz fanden mehrere tausend von Zivilpersonen, KZ-Häftlingen und Kriegsgefangenen den Tod. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs bedienten sich die Siegermächte der Technologie sowie der Fachleute und wickelten aus dem Aggregat 4 Trägerraketen für den militärischen und zivilen Einsatz. So, und jetzt gucken wir uns das Schätzchen einmal von nahem an. So, das ist hier für die Abgase, dass die nach links und nach rechts abgeleitet werden. Sonst würde das hier zu heiß werden und der Untergrund würde schmelzen und im Zweifel auch die Rakete beschädigen. Hier sehen wir das Leitwerk. Das konnte natürlich über einen Kreiselkompass bewegt werden. Genauso wie hier die Schubdüsen. Die konnten auch bewegt werden und eingestellt werden. So, vor Beginn der Erprobung Schutzkappe entfernen. Ja. Und da schaut mal. Ein Riesentrümmer. Ungefähr eine Tonne Sprengstoff war da drin. Und wurde mit einem Kreiselkompass wurde die Rakete stabilisiert und ins Ziel gebracht. Das ist übrigens nicht die erste oder einzige Vergeltungswaffe, die es gab, sondern es gab ja auch noch die V1. Und die gucken wir uns, nachdem wir uns den Kesselwagen angeguckt haben, einmal an. Im Grunde genommen nichts Spannendes, aber es ist halt original aus der Zeit. Und deswegen ist es wieder spannend, für mich jedenfalls. Hier finden wir die alten Umspannwerke. Ich glaube, Umspannwerke heißen die, oder? Das ist alles noch komplett original, Leute. So, ich will auf jeden Fall wissen, wie es heißt. So. Freiluftschaltanlage. Nur ausgebildete Betriebselektroniker hatten Zutritt in diesen eingezäunten Bereich. Genauso wie heute. Hier ist eine alte Lok. Auch original. Oh, die ist sogar offen. Und da vorne ist die V1, aber die gucken wir uns gleich an. So, Personenzug der Peenemünder Werkbahn. Es gab ja einmal die Reichsbahn und das ist die Werkbahn. Und die Leute sind in Karlshagen 1, wo wir gestern waren, sind die umgestiegen auf diese Bahn. Das war die letzte Möglichkeit. So, bis zu 12.000 Menschen innerhalb der Peenemünder Versuchsanstalten zu bewegen. 12.000 Menschen haben hier gearbeitet. So, erst Diesel- und Dampfloks und später dann sogar Akkuloks, Leute. Die Fieseler FI-103 oder auch V1 war die erste militärisch eingesetzte Marschflugkörper weltweit. Die Entwicklung der Gerhard Fieseler Werke in Kassel trug den Tarnnamen FZG-76 für den Namen Flak-Zielgerät 76 und war im Frühjahr 1944 einsatzbereit. Von 1944 bis März 1945 wurden ca. 12.000 Fieseler 103 von der Wehrmacht hauptsächlich gegen Ziele in England und in Belgien eingesetzt. Und wir sehen hier den Marschflugkörper auf einer Schleuder. Man hat damals über ein Pulsstrahltriebwerk die Fieseler betrieben und das Pulsstrahltriebwerk brauchte eine gewisse Beschleunigung, damit dieses auch funktionierte. Und das hat man geschafft über diese Schleuder.
So, da sind wir reingekommen und hier finden wir direkt zwei Spitzen von der V2. Wir klopfen einmal drauf. Also sind nicht ultra stabil, aber man merkt, die dringen auf jeden Fall durch Beton. Und die wurden in der Ostsee gefunden. Wurden also tatsächlich abgeschossen. Aber anscheinend ohne Sprengstoff, höchstwahrscheinlich ohne Sprengstoff. So, und wie ihr vielleicht wahrnehmt, mein Mikrofon hat gerade den Geist aufgegeben. Also heute ist wirklich der Wurm drin. Und schaut mal, wie hoch das ist. Und jetzt filme ich mit dem Originalmikrofon da drin und muss draußen leider nachvertonen. Aber ja, so ist das manchmal, ne? Schaut euch mal an, wie wunderschön das hier ist. Also man hat da wirklich auch ein Gespür und eine Optik. Oder ein Gespür für die Optik, so rum. So, die Frage ist, geht man jetzt erst hoch oder geht man jetzt hier? Wahrscheinlich erst hoch, wenn das der Fall ist, und geht auf der anderen Seite runter. Bei der Heizung. Und schau mal, ich habe ja extreme Höhenangst. Das ist schon richtig hoch. So, Rundgang, da geht's also lang. Leute, das ist alles noch original hier. Das alte Wach, die Hauptwache, da waren wir ja, standen wir vor. Handgenähter Ball. Dachziegel. Und hier ein originaler Fensterrahmen. Das ist schon super, Leute. Also ich kann euch auf jeden Fall sagen, ihr müsst mal hier hinkommen. Also hier eine Patrone, verschiedene Medaillen, Schlagring, Isolator und noch ganz viele andere Sachen. Da sind wir gestern mit der Drohne drüber geflogen. Das ist das Sauerstoffwerk und es ist komplett erhalten. Ein wunderschönes Bild von den Bunkern, gut eingefangen. Und so sahen die damals aus. Sauerstoffflasche zum Schweißen. Das wird wahrscheinlich Kohle sein, ne? Salpeter. Kraftwerksasche. Kohlestaub und Kohlestaub. Und das ist hier ein LIDAR oder LIDAR-Bild. Und das finde ich mega spannend, weil hier sehen wir die ganzen Krater von den Bomben. Und das kriege ich drauf. Ein bisschen viel Spiegelung drin, aber man hat den gesamten Prüfstand getroffen. Hier gibt es auch einige Treffer und hier sind auch ganz viele. Aber was man nicht getroffen hat, ist hier den Prüfstand, der ist komplett heile geblieben. Dafür hat man den ordentlich zerbombt und der ist auch heile geblieben. Und hier auch der ganze Stadtbereich ist getroffen. Wenn man hier heute bauen möchte, dann hat man auf jeden Fall mit Sicherheit noch einige Munitionsreste drin. Und schaut mal hier, das sind die Startvorrichtungen für die V1. Da ist noch einer und oben müsste noch einer sein. Da oben. Da sind sie nämlich alle. Genau. Und hier sind wir gerade, hier in diesem Bereich. Und deswegen, man sieht, hier ist so gut wie nichts runtergekommen. Hier sind ein paar, aber man hat das komplett ausgelassen. Hier, das ist das Luftbild von 2021. Hier sehen wir wunderbar die Konstruktion und wir sehen hier sogar noch einige Bombenkrater von oben. Der Flughafen und hier sind wir gerade. Und das war 1943. Hier sind ja welche runtergekommen. Hier das Ganze. Nee, das war auf jeden Fall vor dem Krieg. Das sind die großen Fertigungshallen. Wusste ich gar nicht, dass die fertig gebaut wurden. Sehr spannend.
Das müsste das KZ sein. Hier war der Flughafen, das Flughafengelände. Und da oben nochmal die Abschussbasen. Und schau mal hier, das ist alles noch original erhalten. Das ist mit das Spannendste eigentlich, dass wir noch die Originalkonstruktion sehen können. Achse einer Kleinbahn. Hier haben wir ein Triebwerk. Also Reste von einem Triebwerk natürlich. Und das ist sehr spannend. Das ist vom Pulsstrahltriebwerk. Hier kam die Luft rein und hier wurde sie beschleunigt rausgeschickt. Hier sind so kleine Düsen. Das wurde hier auf die große Oberfläche aufgebracht und in Pulsen wurde das zur Detonation gebracht und dadurch kam der Schub. Die V1 konnte allerdings nicht selber starten. Sie brauchte immer ein Katapult, sprich eine gewisse Geschwindigkeit, damit die Luft durch das Pulsstrahltriebwerk auch gleiten konnte. Deswegen musste man sie halt schleudern. Genau, hier zwei Triebwerke. Ein Blechlöffel, jetzt gemacht. Und hier einige persönliche Ausrüstungsgegenstände. Und einige, also ein Waschbecken hier zum Beispiel. Und eine Spinntür. Und das findet sich alles noch hier in dem Wald. Das wird wahrscheinlich die Turbopumpe, genau. Also damit der flüssige Alkohol oder der Treibstoff ausreichend in die Düsen gelangt, musste das über eine Turbopumpe realisiert werden. Hochleistungstechnik. Und das bereits in den 40er Jahren, Leute. Das ist wirklich Hochtechnologie. Die schien auch im Wasser gefunden worden zu sein. Periskop. Höchstwahrscheinlich ein Periskop. Ja, vom Pulsstrahl 6. Panzerglas. Das war eine ehemalige Raketenstellung. Man sieht, hier stand die Rakete und dann konnte der Abgasstrahl links und rechts über entweichen. Eine alte Fliese. Also es ist hier wirklich Geschichte pur. Ihr müsst auf jeden Fall mal hinkommen, weil so ein Video kann natürlich immer nur ein Ausschnitt von dem sein, was hier alles zu sehen ist. Eine alte verrostete Bunkertür, also eine Gasstruktur, um genau zu sein. Stacheldraht, verrostet. Wahrscheinlich auch irgendwo gefunden. Ganz viel an Porzellan. Wow. Segment einer Schiebetür von der Fertigungshalle 1. Das ist auch wirklich Geschichte. Das war die Fertigungshalle 1. Die haben wir auch gerade auf dem Luftbild gesehen. Und so sah die damals auch ein Riesenteil. Aber es ist heile geblieben. Hier sind Krater. Seht ihr das? Und da ist die komplett heile geblieben. Und so sieht die heute aus. Ich glaube, da standen wir sogar drauf. So wurden die zusammengesetzt. Und hier haben wir verschiedene Kästen wahrscheinlich, oder? Ist nicht ausgestellt. Doch, Isolierkästen für Leitstrahlempfänger. Alter Bunker. Auch nicht gesehen. Schaut euch mal an, so sah das damals so aus. Boah. Ja, vier Reste. Und hier sind diese Schleuderkörper. Abschlusskolben, um genau zu sein. Die schienen auch im Wasser gelegen zu haben. Der hintere ist auch super als Schuss. Im Salzreduzierungsbad und einmal unbehandelt, auch aus dem Wasser. Die werden ja aufs Wasser rausgeschossen.
NSDAP-Gruppe, Ortsgruppe Karlshagen. Die Häuser stehen heute immer noch, wie ihr seht. Das müsste der Bahnhof, ne? Das ist der Bahnhof. Lager und Siedlung. Boah, das ist krass. Das ist wirklich krass. Noch eine Tür. Boah, das ist wahrscheinlich sogar original, Leute. Das ist wahrscheinlich sogar original. Das ist ein Türrahmen und Wandteil aus einer Baracke. Allerdings noch Nachkriegszeit, 1961, aber trotzdem krass. Siegeleipatrone und Zahnpastatube. Splitterschussröhre, Lager, nahe Lager Karlshagen. So was haben wir auch ähnlich gesehen. Boah, das ist schon super. Ich finde es richtig gut, auch dass sie das umgewandelt haben. Telekommunikation, Unterverteilung. Dass sie es umgewandelt haben in ein Museum, was ausschließlich über die Zeit V1 und V2 ist. Wie gesagt, als Jugendlicher oder jüngerer Erwachsener fand ich das damals nicht so gut, weil ich es halt anders kannte. Aber mit dem heutigen Blick drauf ist es doch deutlich besser, weil es vermischt sich nicht und Dinge, die zusammengehören, werden hier auch erzählt. Und hier nochmal, habe ich noch gar nicht gezeigt, aber wir haben gleich auch ohne Scheibe den Blick drauf. So, wir sind jetzt eine Etage weiter unten. Das scheint ein Versorgungsraum zu sein. Hier geht der Rundgang weiter. Entwicklung. Schau mal das Material an, das ist schon wirklich krass. Hier ein kleines Diorama, da ist die V2 auf Meile, also auf so einem Wagen. Und dann wurde hier rausgefahren in so ein Startgehäuse. Das ist doch eine frühere V2 Aggregata, ganz genau. Mhm. Habe ich an den Leitwerk erkannt. So, Werner Verbraun, den müssen wir auf jeden Fall zeigen. Das war der wissenschaftliche Leiter von Peenemünde. Und der gilt als der Erfinder der, oder er gehört, umgangssprachlich ist er doch der Erfinder der Weltraumrakete. Hat ja dann auch für die Alliierten weitergebaut und ist dann also auch zum Mond geflogen. Ich glaube, das war nicht dran, aber das ist ein anderes Thema. Andere Ausstellungsgegenstände. Und hier
wundervoller Blick über die Schaltzentrale. Und einmal von hinten. Auch hier kein Kupfer, Leute. Man sieht, kein Kupfer. Das war damals schon Mangelware. Deswegen hat man dann ein anderes Material benutzt. Wahrscheinlich auch für die Kabel. Aber die Kabel sind Kupfer, aber die großen Schienen sind kein Kupfer. Das allerdings gerade nicht funktioniert. Normalerweise kann man hier auf die Knöpfe drücken und dann geht da ein Licht an und dann sieht man, wo sich was befindet. Schaut mal, wie viele Leute hier gearbeitet haben. Bis zu 12.000 Stück. Eine riesige V1 und verschiedene andere Waffen, die man kaum kennt. Das zum Beispiel kennt auch keiner, das müsste ein Wasserfall sein. V2. Viele Experimentalflugkörper, die auch nie gebaut wurden. Das ist hier die Wasserfall, das ist die Wasserfall. V2. Oder ist das die Amerika-Rakete? Aggregat 4? Das ist. Das ist die Aggregat 5. Ich wusste nicht, dass die 5 kleiner ist als die 4. Ja, das ist Aggregat 3. Und hier sieht man den direkten größten Unterschied, oder? Ne, die sind nur in unterschiedlichen Entfernungen zueinander. Der Spand, um das zu verbinden. Druckbehälter, interessant, oder? Und schau mal hier, geil. Kommando Sache. So ein riesiges Dorama von dem Prüfstand. Da hinten wurde die Rakete dann hingeschoben und dann gibt es so einen Explosionswall. Wenn die Rakete umgestürzt ist, was mehrfach passiert ist oder auf geringer Höhe, dann dämpfte dieser Wall die Explosion und die Gebäude hier im Hintergrund haben dann am besten keinen Schaden genommen. Das dürfte wahrscheinlich die Fertigungshalle sein. Gerne gezeigt, aber leider hat meine Gesundheit das nicht zugelassen, dass wir quasi so einen Erdball mal besuchen. Und schaut mal, wie riesig das ist. Da hinten ist die V2. Und hier eine schematische Entwurfskizze. Aufgeteilte Rakete. Das ist wirklich Weltraumtechnologie schon gewesen. Leider aber für die Kriegsindustrie. Aber dennoch war das der Grundstein. Das sind Prüftürme. Das sind Prüftürme. Hier stehen die ganzen Raketen noch an der Wand. Nach dem Bombenangriff. Hat ordentlich was abgekriegt. Und da sind die ganzen Bombentreffer. Vorher, nachher. Also hier gibt es keine direkten Treffer, aber das Dach wurde trotzdem abgedeckt. Und das ist häufig passiert, dass die Raketen einfach umgekippt sind. Und dann sind die hier in diesen Erdwellen detoniert. Deswegen gab es die Erdwelle. Sehr spannend.
hier über diese Halle. Und derjenige, der sich weiter informieren möchte, hat die Möglichkeit, hier ganz viele Dokumente sich anzuschauen. Auch von anderen Waffen. Die Ausstattung der A4 mit Flügeln sollte die Rakete in einen Gleiter verwandeln, damit die Reichweite erhöht wurde. Es gab da verschiedenste Varianten und auch Testungen. Also derjenige, der sich dafür interessiert, herkommt. So, Grenze der Versuchsstelle. Widerrechtliches Aneignung von Munition oder Munitionsteilen ist nach Strafgesetzbuch entweder als Vergehen oder als Diebstahl und Unterschlagung als Soldaten auch als militärischer Diebstahl oder militärischer Unterschlagung strafbar. Reichskriegsminister. Unglaublich, Leute, die waren nicht zimperlich. So, das ist hier Hochtechnologie. Das ist der Kopf der Brennkammer. Hier wurde der Treibstoff eingefüllt und hier durch diese kleinen Düsen wurde das eingespritzt und entflammt und dann wurde das in Schutt umgewandelt. Hier war das Ding montiert und ein Leitwerk. Schau mal, Leute, das ist Hochtechnologie. Das ist alles Hochtechnologie. Wie viele Versuche man dafür benutzt hat. Oh. Die Möglichkeit. Oh, da geht's gar nicht weiter. Noch ein paar Propagandabilder anzuschauen. Bei Flakfeuer gegen Splitterwirkung sofort Deckung suchen. So, wir können hier auch noch mal reinschauen. Von der anderen Seite in die Schaltwarte. Hier können wir den Rundgang dann weiter gehen. So. Deportation ist natürlich auch mal ein Thema gewesen. Zwangsarbeit. Viele Dinge, Prozesse, die hier durchgeführt wurden, wurden von Zwangsarbeitern durchgeführt. Natürlich ein Teil einer Bombe, einer Fliegerbombe. Hier sehen wir, oh, Leute, ein komplettes Triebwerk. Das ist das, was wir gerade von der anderen Seite gesehen haben. Hier wurde der Treibstoff eingebracht und innen drin sind die Düsen. Dann wurde es natürlich hier enger, damit Druck aufgebaut werden konnte. Und unten kam das heiße Gemisch raus und hat dann Vortrieb gemacht. Ich glaube, hier brauchen wir kein Licht mehr. Einige persönliche Ausrüstungsgegenstände. Allerdings, das ist natürlich böse, ne? Das ist ein Prügel wahrscheinlich, oder? Könnte aber auch eine Feder sein. Ne, es ist ein Schlagstock. Es ist ein Schlagstock, ja. Häftlingskleidung. Ein alter Schuh. Ganz spartanisch. Ganz viele Zeitzeugenberichte über Quälen, also über Folter und Tod während der Raketenproduktion, insbesondere in Nordhausen. Das ist aber noch mal ein anderes Video, das ich euch zeigen würde. Luftschutz, verschiedene Stahlhelme, alter Flugzeugmotor. Gesagt, Leute, viele konnten gar nichts dafür. Die Jugend wurde bereits indoktriniert und auf den Krieg vorbereitet. Wenn man sich mal heute vorstellt, dass unsere Kinder gerade auch in den Schulen wieder auf Krieg vorbereitet werden sollen, dann kann man da schon fast eine Parallele ziehen. Sieg um jeden Preis. Das sieht auch ganz aktuell vor. Warum?
Ja, wir sind doch von den Russen, sind doch einige abgehört worden. Und das ist damals schon passiert, das passiert ja heute wieder. So, Sieg um jeden Preis, das erinnert mich eher an heute. Ja. Alle Kraft gespannt, totaler Krieg. Die Feindabwehr, der Feindangriff zerbricht und der Zehenabwehr der Infanterie. Das ist Schutt. Keine Ahnung, was ist das für ein Raum? Das ist ein Akustikraum. Hier vielleicht eine Installation gibt oder so. Vielleicht gibt es hier eine Installation, die ist aber nicht eingeschaltet. Das ist über Akustikpaneele. Ist da was? Nee. Nee, hier ist nichts. Auch runter, ne? So, wir sind jetzt wieder im Erdgeschoss. Und hier geht die Ausstellung weiter. Operation Backfire. Wenn ich mich richtig erinnere, war das die Operation der Alliierten nach der Ardennenoffensive, aber genau weiß ich es nicht mehr. Hier natürlich auch, darf nicht fehlen, der Wandel Richtung Atombombe. Weil die Amerikaner hatten ja, wie wir wissen, die Technologie und die Wissenschaftler für sich dann in Anspruch genommen. Hatten Werner von Braun und ganz viele weitere dann auch weiter beschäftigt. Und daraus sind dann die ersten amerikanischen Raketen geworden, die dann später auch Satelliten tragen konnten. Und das kennen wir natürlich heute. Mittlerweile schießt Elon Musk, glaube ich, wöchentlich 3 oder 4 Raketen ins Weltall. Und das zu einem extrem günstigen Kurs. Das scheinen hier die ehemaligen Toiletten zu sein. Die hat man umfunktioniert in modernere, also in Ausschaukisten für modernere Triebwerke. Und man hat nicht nur Hunde, sondern auch Ratten und Katzen ins Weltall geschossen. Die natürlich nicht mehr wiedergekommen sind. So, und hier stationierte Atomraketen. Amerika 7450, Russland 6240, China 140, Indien unbekannt, Pakistan unbekannt. In Deutschland waren natürlich auch welche. Und schau mal, wie viele Leute schon auf Deutschland gefasst haben. Schon komplett ausradiert. Natürlich waren in Deutschland auch Raketen stationiert. Ganz viele sogar. Aber hier auf dieser Karte ist es nicht zu sehen, warum auch immer. Und interessant, habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht, warum die Karte immer so dargestellt wird? Wenn man die Karte drehen würde, dann würde man sehen, dass Amerika mit Alaska ganz nah, nämlich hier, mit Russland verbunden ist. Das bedeutet, warum soll Russland und Amerika sich immer hier streiten? Die könnten sich doch direkt an ihren Außenkanten streiten, oder? Ja, interessant, oder? Warum die Karte immer so dargestellt wird. Ein Schachspiel. Spinte. Walter Dornberger, Chef der Raketenentwicklung. Also hier gibt es verschiedene Menschen, mal gucken, ob wir Hans Kammler, den kennen wir doch, ne? SS-Brigadeführer, verantwortlich für die Anlage Mittelbau Dora und Hauptverantwortlicher für das Raketenbauprogramm. Albert Speer kennen wir auch, Rüstungsminister und so weiter und so fort. Also derjenige, der sich für Personen interessiert, unbekannter Informant.
Sie hat hier die Möglichkeit, sich zu informieren. Opposition ist komplett leer, nur ein Video. Natürlich kategorisiert nach Form, Mitarbeitern, Leitern und so weiter. Und hier das Bild. Man hat auch die Möglichkeit, sich hier ein Video anzuschauen. Ein kleines Pult, da waren also die ersten Raketen. Ja, wo man also Sauerstoff flüssig einbringt. So, hier sind keine Hunde mehr erlaubt. Wir hätten Diego theoretisch mitnehmen können. Aber hier hätte er dann nicht mehr mit reingedurft. Dann hätten wir uns aufteilen müssen. Das wollten wir nicht. Schaut euch mal an, Leute. Das ist so unglaublich. Es ist wie damals erhalten. Ich war hier tatsächlich noch nicht drin, obwohl ich schon 5-6 Mal im Museum war. Ich habe es bisher nie gemacht. Ich weiß nicht warum. Ölreinigungsanlage, Dampferzeuger. Hier ist ein bisschen schlecht beleuchtet. Ich hoffe aber, das kriegt die GoPro hin. Eine Turbine. Und den Schaufeln. Und der Welle. Auch Hochtechnologie. Schaut euch mal an, wie präzise das gefertigt wurde. Sogar zum Verstellen. Sieht aus wie so eine Turbine von einem Flugzeugmotor. Also, Turbine von einer Flugzeugturbine. Genau. Ein Stromkasten. Boah, ist das groß. Ja, die werden wahrscheinlich auch Veranstaltungen durchgeführt. Könnte ich mir gut vorstellen. Boah, riesiges Gebläse. Boah. Stromunterverteilung, das kennen wir auch aus Bunkern. Hat sich auch nicht viel verändert. Markus, könnte auch noch modern sein, ne? Ja. Boah. Könnte wirklich noch modern sein. Das war früher sehr modern, zu der Zeit. Mhm. Wahnsinn, ne? Absoluter Wahnsinn. Die waren der Technik einige Jahre voraus. Ja. Das scheint Pfeiler zu sein. Pfähle für Rammarbeiten. Der Boden war ja relativ weich. Und dann hat man diese Pfähle hier reingetrieben. Und da fahren wir gleich hoch. Wir haben ja Karten gekauft. Und das nutzt man natürlich gleich auch. Vielleicht mal versuchen, hier einen Überblick zu bekommen. Das ist ja riesig. Und gucken, dass wir hier keine Leute drauf haben. Es sind nämlich jetzt gerade einige Leute hier in diesem Bereich. Deswegen schreie ich auch nicht so. Seht es mir bitte nach. Entaschungsanlage. Spülwascher, Entaschungspumpe, Entaschungsapparat, Asche. Ascheleitung zu sehen. Hat man alles Wasser gekippt. Ich habe ein bisschen was rausholen können. Es ist alles noch original. Allerdings Nachkriegsnutzung, russische Schrift drauf. Hast du schon mal, im Kraftwerk gearbeitet, ne? Ich habe schon im Kraftwerk gearbeitet. Da sind fast noch die ganzen Getriebe. Heute wurden sie ein bisschen moderner hergestellt. Aber es ist fast alles nur noch dieselbe Konstruktion, so wie heute. Die Entschlackungsanlage ist heute auch immer noch so gleich von dem Aufbau von den Maschinen und von der Feuerlöschanlage auch. Es hat sich nicht viel, bloß die Maschinen sind heutzutage ein bisschen moderner geworden, leichter zu reparieren, ranzukommen, aber es ist immer noch dasselbe Prinzip. Mhm.
Spannend, oder? Spannend. Über 80 Jahre alt. Wir kommen zur Verarbeitung. Ja? Wir haben hier noch bei uns, wo die alten Kettenförderer laufen. Manchmal diese Antriebe. Ich kenne die. Interessant, oder? Interessant, ey. Auch die Bolzen, wo die draufstehen, die Apparate. Aha. So, dann würde ich sagen, fahren wir mal da hoch, oder? So, also das Ticket zum Hochfahren kostet 1 €. Ich hoffe, ihr habt die Tickets noch. Ja. Sehr gut. Weil sonst, ein Problem. Aber ich hoffe, ihr schätzt das, dass ich hier krank diese Nummer fahre. Ich wollte eigentlich schon gerade nach Hause fahren, aber wenn man schon mal hier ist, dann muss man das auch mitnehmen, oder? Und in 3 Wochen erinnert sich kein Mensch mehr daran. Also ich jedenfalls nicht, dass ich krank war. So, Nummer 1, geh. Mhm. Hm? Okay. So. Nummer 3. Und. Ja. Und. Nummer 3. Kommt mal alle her. Mhm. Ja, wunderbar, sag mal hallo, hallo. Hallo, hallo. Genau. Aus dem Museum. Aus dem Museum. Wir gucken uns jetzt einmal die Fahrt nach oben an. Ach, 5 Besucher von 40 sind gerade oben. Das ist der Glasaufzug. So, und hier die Ausstellung für die Opfer des Nationalsozialismus, insbesondere hier. Man hätte sich wahrscheinlich auch hier das Ticket nachkaufen können, aber es ist aus. So, dann kommt mal rein. Ist alles schon vorgewählt. Wir wollen ja keine Zeit verlieren, deswegen sind wir mal auf Tour. Und dann geht das los, oder? Ja. Boah, ist das hoch. Ja, ganz schön. Boah, Leute, ich hab wohl Angst. Oh, guck mal. Mhm. Jo, das ist noch nix. Boah. Boah, das wackelt, ne? Ja. Das wackelt. Oh, Leute. Gut, dass hier am Boden keine Glasplatte ist. Boah, das fühlt sich so anders an. So. Schaut mal, jetzt sind wir oben. Den ganzen Tag ist Rauchen verboten, Markus. Jetzt sind wir oben auf dem Dach, Leute. Und haben einen wunderschönen Blick über die Insel. Dahin ist der Flughafen und die V2-Abschlussbasis, die nördlichste. Da ist Tastenheide ganz grob da vorne. Und da hinten haben wir gedacht, in Ahlbeck. Also grundsätzlich finde ich Tastenheide schöner oder besser irgendwie vom Strand. Aber Ahlbeck ist die Stadt schöner. Aber so persönlich. So, und hier gucken wir auf das Haff. Ist ein Atomkraftwerk, ausgeschaltet mittlerweile. Hier gucken wir auf den Hafen. Boah, wuh, guck mal! Das ist ja wohl geil, oder? Ja. Dass die Drohne gestern nicht abgeschmiert ist. Guck mal, wie windig das ist. Ja. Da ist das Kriegsschiff, da waren wir drauf. Da hinten ist das U-Boot. Da liegt es, das sieht man nicht wegen Gegenlicht. Und die Bar da unten können wir euch auf jeden Fall empfehlen. Und normalerweise ist da unten ein Bootsverleih, aber die haben noch keine Saison, deswegen ist das verschlossen. Alte Baracke, wahrscheinlich nicht mehr zugänglich, auch original. Alles original.
damit haben wir das Kraftwerk auch abgeschlossen und dokumentiert. Es gibt noch so ein paar vereinzelte Dinge, die man sich da anschauen kann, da zum Beispiel. Aber ich möchte euch das auf jeden Fall noch mal kurz zeigen. Da habe ich mir schon gedacht, Alarm gesichert sogar. Da darf er nicht hoch. Hier haben wir noch mal einen Einblick. Ja, die sind natürlich auch verpflichtet, dass hier niemandem was passiert. Auch hier Zutritt verboten. Leider, leider. Das sind natürlich mal die spannenden Ecken, Leute. Da würde ich natürlich gerne mit euch hin. Aber vielleicht können wir das Video nutzen, um den Museumsbetreiber, einen alten Safe, davon zu überzeugen, dass wir noch mal hier eine richtige Dokumentation mit Kameramann drehen dürfen. Also, liebes Usedom-Museum, wenn ihr das seht, hoffentlich erlaubt ihr uns mal hier gemeinsam mit vielleicht einem Guide ein Video zu drehen, ein Dokumentationsvideo und nicht hier in der Point-of-View-Perspektive mit fehlendem Mikrofon. Ein Fehler. Ich habe gestern Abend nicht mehr geladen, aber Leute, ich bin einfach heute nicht ich selbst. Hier. Da drin ist auch was für Rollstuhlfahrer, muss auch mit bedenken, ne? Weil da hatte Moni Maus letztens gefragt und man kann da mit der Rampe hoch und durch den Fahrstuhl kann man ja auch nach oben. Kannst du das ein bisschen lauter sagen? Also für Moni Maus und alle, die mit einem Rollstuhl herkommen, es ist auch für Rollstuhlfahrer angebracht. Man kommt hoch und kann auch in diesem Aufzug, der ist dann, der fährt bis nach oben, ist also total easy. Ja, das wollte ich euch noch sagen. Okay. So, also Frankenstein und Moni Maus und viele, viele andere, die das jetzt sehen werden. Ihr habt also gehört, das Ganze hier ist barrierefrei. Ihr könnt also kommen. Ich habe es tatsächlich gerade nicht wahrgenommen, das Drehkreuz. Ich weiß nicht, wie man mit dem Rollstuhl da durchkommen soll, aber ich gucke es mir nochmal im Nachgang. Und dann werde ich es beim Schneiden, werde ich das berücksichtigen. So, was sind das hier? Hast du eine Idee? Aufbewahrung von Flüssigkeiten, aber was für Flüssigkeiten? Ich denke mal Kühlflüssigkeiten, ja, zum Kühlen der Maschinen. Das könnte sein, ne? Ich denke jetzt nicht, dass es Treibstoff sei. Meinst du Öl vielleicht? Zum Heizen? Öl. Könnte auch Öl sein. Zum Heizen. Aha. Wobei, es war ja ein Kraftwerk, ne? Mit Holzkohle. Nein, mit Holzkohle. Also mit Kohle, Entschuldigung. Deswegen macht der Öl jetzt nicht so wirklich viel Sinn, ne? Aber man weiß es nicht. Vielleicht finden wir ja noch. Weißt du was? Guck mal, wir waren noch im Wald und da war auch so ein Hügel, ne, wo so ein Rohr rauskommt. Wahrscheinlich war das auch da drin. Also, was die für Spielmittel zum Kühlen der Getriebe angewendet haben, ob die reines Öl, weil heutzutage ist das ja bei uns schon eine Emulsion, es ist ja eine weiße Milch. Ja. Kann auch das Öl dafür gewesen sein. Das kann natürlich auch sein. Also Markus sagte vielleicht Schmiermittel. Eine alte Welle mit Verstellpropeller und Motor. Schaut euch das mal an. Riesiges Aggregat. Heftig, ne? Das sind immer größte Vergleiche. So, und jetzt auch sicherlich eins der Highlights. Also, du hast das doch mal beruflich gemacht, ne? Ja. Du warst doch auf dem Püt, ne? Ich war auf der Zeche. Dann erklär uns doch mal bitte, was der Bagger, der Kran gemacht hat. Guck mal hier hin, bitte. Genau. Der Kran hat die Kohle genommen, aufs Band gepackt, dann wurden das mit Förderbänger zu dem Verbrennungsofen, zum Kraftwerk hoch transportiert. Sprich mal hier hin. Genau. Hoch transportiert und dann verbrannt halt in den Kraftwerk, um damit Strom zu erzeugen. Ja. Und deswegen war es auch so wichtig, dass die Anlage hier war, weil das, die Kohle wurde ja mit den Schiffen angebracht. Ja, ne? sofort, wenn die Schiffe ankommen. Sprich mal hier hin. Wenn die Schiffe ankommen mit der Kohle, sofort verlagern konnten, wie gesagt, aufs Gurtband, dann hoch zum Kessel. Man sagt ja mal Kesselheim im Kraftwerk, wo es dann verbrennt wird und damit wird ja der Strom erzeugt. So.
Vielen Dank. Bitte. So, und das ist auch noch alles komplett original. Das bedeutet, der ganze Platz hier hat voller Kohle gestanden, ne? Ja. Und der Kran war nach links und rechts transportierbar und... Aber hier muss es doch irgendwo dann auch ein Förderband gegeben haben, ne? Woher ja, das drauf... Ist das bedeutet... Das ist ein Förderband. Ja. So, wenn du das dann da oben drauf... Ist auch noch ein Förderband. Die Kräne haben das dann immer oben drauf gemacht. Dann ist das da unten durchgerutscht und dann bis nach oben hin transportiert. Das bedeutet, da drin befindet sich auch noch ein Förderband und der hat das, egal wo er war, konnte er es dann da drauf packen? Genau. Okay. Und dann wurde es da hochtransportiert zum, wie gesagt, zur Verbrennung. Alles klar. Danke. Bitte. Ja. Ja, man hat über Hydrier- und Dehydrierverfahren die Möglichkeit gehabt, Mama hat es gerade erwähnt, ja. Kohle auch zu Treibstoff umzufunktionieren. Und je nachdem, ob es ein Hydrier- oder ein Dehydrierverfahren ist, gibt es halt die Möglichkeit, klassisch Diesel und Benzin oder sogar Kerosin herzustellen. Ja, das ist so ein Förderband. Ja, da ist das Förderband. Oh, ich hätte es mir größer vorgestellt, weil das muss erst zerkleinert werden, ne? Zerkleinert, ja, natürlich. Dann wird die Kohle zerkleinert und dann wird die hochtransportiert. Siehst du, und da unten ist schon ein Trichter, wo oben die Güter, also wie sagt man, ich weiß nicht, was man da heutzutage sagt, die Container oben fahrbar waren und dann in den passenden Positionen. Loren vielleicht? Loren? Loren, Loren nennt man das. Und dann siehst du, hier ist ja schon ein Trichter, und dann kamen die dahin, dann wurde die da zerkleinert, da runter. Es gab ja immer mehrere Möglichkeiten. Manchmal waren sie größere Stücke verwendbar und manchmal wurden sie zerkleinert. Und was ist ein Kettenförderer? Ein Kettenförderer ist ein... Ist hier so einer? Nein, hier ist kein Kettenförderer. Okay. Spannend. Und das hast du repariert oder was? Das habe ich repariert. Und wo hast du dir deine Knochen kaputt gemacht? Im Kraftwerk und bei uns in der Metallbude. An den ganzen schweren Kettenförder, wo die mitnehme. Hier hast du ja ein Gurtband, also ein Gurt, was rufe. Und dann gibt es aber noch Panzerring, Stahlring. Da sind immer so, sage ich jetzt mal, 40er Eisen drin, immer einen Abstand von 40 cm und damit wird das dann hochtransportiert. Ah. Und das ist ziemlich schwer und das läuft dann immer im Kreislauf. Und sowas habe ich repariert. Ja. Und dabei habe ich mir halt ein bisschen die Knochen an der Hand verletzt. Verstehe, heftig. Ja, das ist, ihr seht das selber, das ist ja hier keine leichte Technik, sondern die muss ja funktionieren, weil es ja permanent unter Last steht. Und. Da sind wohl die Rollen. Die sind auch schwer rauszukriegen. Glaube ich dir. Ja, alles Knochenarbeit. Und da hat man dann zugemacht, siehst du das? Mhm. Damit wahrscheinlich der Kohlestaub nicht wegfliegt, oder? Der Kohlestaub nicht wegfliegt. Okay. Krass. Und sowas musste eigentlich ziemlich oft erneuert werden. Ich sag mal, jede Woche hast du da schon wieder Monteure dran gehabt, um die Rollen zu wechseln und das Schmiermittel wieder neu schrauben. Hm. War Kohle, zerstaubt alles. Ja, und hier haben wir die Heizkörper. Und hier den Blick. Wie nennt man das Gerät da oben? Das Förderband und Kranenspur oder so, ne? Kranenspur und Förderband. Ja, okay. Mal gucken, ob wir hier ein altes Datum drauf haben. Nee. Das Brecherhaus. So Leute, wir sind jetzt einmal mit der gesamten Anlage durch. Ich guck mal, dass ich den Kran noch von vorne drauf kriege. Ihr habt es zwar über die Drohne gesehen, oder ich spiele es jetzt gleich ein. Aber nee, von hier aus kriegen wir den nicht drauf. Da müssen wir auf die andere Seite gehen. Ja, merkst du? Ja. Ich habe sie angesteckt. Ja. Mama hat ja eine sehr gute... Ich habe eine gute Abwehr. Ich kriege nichts mehr. Jetzt haben wir alle die Grippe. Oder also erst, wenn ich zu Hause bin. Kann auch sein. Ja, Mist. Ja, also Leute, kann das manchmal passieren, ne? Ich habe eigentlich gedacht, ich mache hier Urlaub. Und wir wollten eigentlich in die Ostsee schwimmen und alles Mögliche. Ja, ich weiß, es ist kalt, aber wir wollten da halt reinrennen fürs Video. Wir wollten mit dem Motorboot fahren. Wir hatten so viel vorgenommen. Und jetzt ist ein Tag komplett ausgefallen wegen Krankheit. Und das Motorboot kann man aktuell nicht ausleihen. Also es sind ein paar Sachen passiert, die definitiv anders geplant waren. Aber auch das ist real. Also hier gibt es kein Drehbuch oder ähnliches. Sondern das, was ihr seht, ist immer quasi gerade erfunden. Ja, alles klar. Also ich würde sagen, wir... Sollen wir noch was essen gehen, bevor wir losfahren? Ja. Ja, ne? Ich hau mir noch mal eine Fischsuppe rein für den Kraft. Und
Ja, ich sage jetzt noch nicht Tschüss. Es wird auf jeden Fall noch den ein oder anderen Clip geben, den ich euch gleich einspiele. Und von daher bleibt dran. So, wir sind jetzt nochmal in der Bunkerwarte. Und hier finden wir noch verschiedene Schaltelemente und Stäbe, damit man nicht direkt an den Strom dran musste. Und so sieht das jetzt aus. Und jetzt haben wir vielleicht die Hoffnung, dass wir den Mann noch mal wieder treffen, dass wir ihn ein wenig befragen bezüglich seines Vaters. Das wäre natürlich noch mal ultra spannend. So, hier seht ihr den Kran von der anderen Seite. Ein riesiges Teil. Und da rechts ist dieser Trichter, wo er die Kohle reingetan hat. Und der ist immer mit dem Bagger zusammengefahren. Ein wunderschönes Wetter. Wir haben so ein Glück heute. Gestern leider nicht. Und schaut mal hier. Der gesamte Weg ist Kohleasche. Ja, meine Freunde. Also, ich hatte ja gesagt im ersten Teil, dass wir uns auch die Erprobungsstellen anschauen. Das war uns leider nicht möglich, weil mittlerweile das gesamte Gelände ein Naturschutzgebiet ist und auch Sperrgebiet, und daran halten wir uns natürlich. Ich war allerdings vor, ich glaube, 7 Jahren einmal da, da war das noch nicht ganz so streng gehandhabt, und ich habe diese Aufnahmen gemacht. Nehmt es mir nicht krumm, die Aufnahmen sind leider nicht ganz so gut. Aber ich glaube, man kann hier ziemlich gut erkennen, welche Relikte noch in dem Waldstück vorhanden sind. Und an dieser Stelle, ich werde immer wieder gefragt, was ich für Klamotten trage. Und ich habe euch jetzt einfach mal eine Compilation von meinen ganzen Sachen bei mir in die Beschreibung der jeweiligen Videos gepackt. Und mit diesen letzten Bildern verabschieden wir uns. Und ich hoffe, ihr bleibt gesund und bis zum dritten Teil der Reihe Peenemünde. Und ich bin raus, euer Random Life.